Also Freunde, wir sind schon drüber. Ich sage mal Servus von unterwegs ungefähr. Wir sind immer noch bei Marvin. Servus, immer noch im Taubertal unterwegs. Da wo es schön ist. Also das ist echt ein geiles Revier. Wir sind jetzt einmal so durchgefahren grob. Ne? Das ist schon sexy, so mit Hecken und so. Und dann bin ich so bergauf, bergab und immer. Und der Marvin hat einen Haufen Enten, hat er gesagt. Und du hast nicht bloß die normale Stockenten, sondern du hast gesagt, Tafelenten sind da. Kriegende haben wir Kriegende, auf jeden Fall. Ja. Löffelenden? Nee, nee, hab ich noch nicht gesehen. Schneiden wir raus. Na, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, das ist ja eigentlich mehr für die Stockenten gedacht. Ne? Nicht nur Enten schießen, sondern auch mal was für die Enten tun. Jawohl, genau. Da gibt es nämlich genug. Die ballern sie bloß vom Himmel runter. Na, man kann aber irgendwas machen. Weil die haben es ja nicht leicht im Prinzip. Richtig. Und wir haben jetzt so schöne, ich sag mal, Feuchtbiotope, die uns der Biber verschafft hat, mehr oder weniger. Der ja, da ist ja der Gute, der Biber, ne? Der hat den Bach bei uns schön aufgestaut. Seitdem haben wir auch erst Enten. Und jetzt bauen wir Nisthilfen. Wir probieren mal eine Nisthilfe zu bauen. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Gleich mal vorneweg. Wir haben keine Anleitung. Wir haben weder Anleitung noch eine Ordnung. Im Prinzip brauchst du eine Röhren. Die Röhren müssen wir ausgleiten. Entweder Marvin hat gerade schon angefangen mit Schilfmatten oder ich habe dann noch was. Also ich habe gelesen, Schilfmatten sollen haltbarer sein als normale Strohröhren, weil das Schilf nicht so schnell verwittert. Rostfrei, nicht? Der ist ummantelt, dass er nicht rostet. Genau, der ist auch verzinkt und ummantelt. Genau. So stand es zumindest dran, wo ich ihn gekauft habe. Ich bin überzeugt, wir kriegen so eine Nisthilfen hier. Das glaube ich, ja. Wir bauen jetzt einmal eine. Vielleicht bauen wir zwei, wenn das Material müsste lange für zwei. Also die aus Schilf, die ist ja gleich gebaut. Da machen wir einfach eine Röhre. Genau. Geknotet. Wenn da jemand Erfahrung hat für euch, oder sowas schon mal gemacht hat, oder im Revier steh hat, oder weiß, auf was man wirklich achten muss, bitte in die Kommentare. Da wären wir dankbar, weil wir wollen noch ein paar mehr bauen, beziehungsweise genau. Da komme ich nicht mehr. Ich bin bloß wie im Film und wie im Video da. Mir hat das halt so gemacht, jetzt mal zwei gebaut und dann mal eine Wildkamera hingehängt und geschaut, ob die überhaupt angenommen werden dieses Jahr. Du hängst eine Kamera noch. Ihr folgt uns auf Instagram, weil falls das angenommen wird, das Zeug, dann laden wir die Bilder auf Instagram hoch. Genau. Du wahrscheinlich auf deinem Kanal kannst du nebenbei auch mal machen. Marvin folgen ist drunter verlinkt, wie immer. Ja. Genau, und uns auf Instagram folgen und dann. Wenn keine Bilder kommen, ist es nicht angenommen, weil dann posten wir auch nichts, weil ne, wo nichts ist. Fangen wir mal mit Schilf an. Brauchst du da dann keinen Draht dazu, oder? Der hat ja schon ein Draht drin. Eigentlich schon, ne? Und wir müssen halt irgendwie Öffnungen hinkriegen. Das ist das Einzige, was ich als Draht Problem mit Eibauer, oder? Weil sonst kriegst du das ja nicht. Machen wir ein Draht. Das hält ja nicht. Aber die müssen das innen trotzdem mit Stroh noch ausgleiten, oder? Weil sonst hocken die Enden auf dem Draht. Innen kommt ja dann nochmal Heu rein. Mal so hält und mal so grob rumgeht und dann ungefähr so eine Öffnung macht, oder? So für Otto Normalstockenden muss er das doch lange. Gut und den Rest umwickeln wir dann mit Schilf. Schneiden in der Mitte durch, das passt gut, glaube ich. Da bringen wir schön zwei raus. Ja, bis ihr das abgezählt habt, dann bin ich ja schon durch. Hoffe ich. Das werden wir jetzt gleich merken. Bist du jetzt nicht schon wieder verrutscht? Nein. Sicher? Die Zange schnappt nichts, das kannst du vergessen. Die geht ein wenig schwer auf und zu. Und die schnappt nicht ab. Ach Marvin, das magst du. Totale Überzeugtheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist das Wichtigste. Wir müssen in der Jagdschule schon. Wir müssen es nur gut rüberbringen. Wir müssen es bloß richtig verkaufen. Und wenn am Ende drin hockt, dann interessiert es kein Schwein. Ja, der mag nicht arbeiten mit uns. Schau mal, hast du das Gefühl, wie der Marvin das Fachmanager festgemacht hat? Das ist schon. Ne? Großer Sport. Oder Trabi-Scheiße, den die da verwendet haben. Ja, meinst du nicht mal noch was Teures? Eher nicht, ne? Mhm. Aber das muss ja bloß ein bisschen halten. Der Teil kommt dann erst, wenn er ins Wasser fällt, wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, dass ich ins Wasser gehe. Aber ich zieh den Fall nicht raus. Das haben wir mal schon gedacht, dass du mich absaufen lässt, du bösartiges Weib. Sie ist doch Rettungsschwimmerin. Ja, eben. Du bist doch eigentlich Sicherheitsbeauftragte für heute. Nee, du musst sie erst absaufen lassen, weil dann wehren sie sich nicht mehr, wenn sie drauf sind. Beim Rausdauer leichter, ne? Machst du das nur an einer fest oder an... Immer. Alle. Alle. Ich mach das um den Draht rum. Ich gehe da einmal so durch. Da wo der Draht ist, weil der Draht besser hält. Ach so. Dass wir das jetzt beim Aufwickeln nicht gleich in alle Richtungen verziehen.
Wenn du mir schon mal die Drähte reinmachst, dann hätte es schneller gehen. Ja, ich geb alles. Was hast du gehört? Nix. Gut. Drei Mann für Asernis hilft mir noch, jetzt sieht kein Nei. Schön, dass du genau in die andere Richtung drehst wie ich. Das müssen wir vorher absprechen, das nächste Mal. Mach's lieber, wenn größer, da muss noch ein Haufen Stroh neu. Die laden jetzt gleich oder später, ne? Eigentlich später. Ah ja, guck. Also wenn ich sowas als Ende sehen würde. Ich sehe sofort als Horch. Noch ein bisschen strammer wickeln und dann passt das, hätte ich gesagt. Ich hätte jetzt da abgeschnitten. Echt? Ja. Wo? Da? Schneid einfach, ja, wenn das geht, mit einem Spezialmesser. Das sind dann das die Aufbrechmesser später. Ich will dir mal zeigen, wie man richtig gut schneiden. Wow! Ne? Spezialmesser. Wir machen hier keine Werbung. Nein. Sowas macht man halt, wenn es einem im Revier langweilig ist, wenn es sonst nichts zu tun gibt. Ja, das wenn ist alle aber Hochsitze so. Repariert sind. Das ist aber jetzt genau die Zeit, eigentlich. Eigentlich ja. Ich nehme aber trotzdem mal Brett, dann hast du ein bisschen mehr Auflauf. Ja. Weil das alles stabiler. Hat auch einer schon vorgerbert. Das sieht doch schon gut aus. Und wenn man das dann noch zusammen macht, dass das dann noch ein stabil ist, dann hält das schon. Machen wir da genau. Wird schon passen. Ich hätte jetzt das Brett unten drunter und innen dann irgendwas. Da, wo sich die Drähte überlappen, hätte ich gedacht. Und wenn wir das so durchschrauben, dann hält das doch eigentlich ganz gut zusammen. Oh, da hat er die langen Schrauben dabei. Scheitert schon dran, das Ding aufzubrechen? Da drauf scheitert. Bitte halt der Sarg frech. Einmal mit Profis arbeiten. Mit Schwung und gute Laune. Ja, ich Schrauben sind schon mal nicht. One hour later. Alter! Können wir weitermachen? Der Marvin hat Schrauben besorgt, nachdem wir festgestellt haben, die anderen sind zu kurz. Die anderen waren zu kurz. Perfekt vorbereitet. Gut. Gut, jetzt kann man nichts, ist geschehen. Gut, jetzt darfst du noch sägen. Jawohl. So, und wie machen wir das jetzt fest? Ich hab schon eine Idee. Warte mal. Aber was ich nicht verstehe, in den Videos, wo ich angeguckt habe, war das so schön rund und hat nicht geeiert und nichts. Da hatte ich einen stabileren Draht. Profis am Berg, ich sehe schon. I don't know. Was muss denn das groß halten? Gut, wenn halten Wind, muss es nichts. Wenn der Wind geht und die Hände. Also ich glaube, das ist das höchste Bauwerk, was ihr bisher gebaut habt, oder? Ja, Freunde der Nacht, Problematik ist die, der Draht ist ein bisschen. Also nimmt ein wenig einen stärkeren Draht, wenn ihr euch da besorgt. Der ist ein bisschen schwach, aber den haben wir halt jetzt und das müssen wir das Beste draus machen. Deswegen haben wir jetzt innerwärts so Stabilisatoren eingebaut, dass der einfach nicht mehr so wabbelt und schwabbelt. Da kommt was Gutes damit. Es ist wie immer. Das ist ein Jammer. Und eigentlich denkst du, Alter, und ihr denkt euch bestimmt, Alter, was machen die? Und am Ende, ihr werdet sehen, dann stehe ich im Kram mit dem Ding und dann ist das richtig geil. Wie er säuft ab. Hast du? Und einen zweiten Gang rein. Ich hab den Draht durchgebohrt. Trottel. Du wolltest auch noch ein Loch neu bohren. Okay. Pass mal auf, das wird was. Das wird was. Ich denke schon, dass das was wird. Wenn das muss was werden, das hab ich. Ich hab nichts gemacht. Hält nicht. Aber ich lasse mich raum. Jawohl. Hält! Wichtig ist, dass hält, wie es ausschaut, ist scheißegal. Schau mal, wie bombenfest das ist. Das hast du auch schon gespringt. Ja, ist nicht so schlimm, das hält schon. Als nein. Zur Not lassen wir es als Kunst durchgehen. Toll ist Kunst. Und wer nimmt das jetzt ins Auto? Na du? Blöde Frau. Ich find's gut. Wir fahren jetzt ans Wasser.
Gucken wir mal. Ja. Suchen uns. Du bist halt dumm, oder? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir bauen bloß die eine Variante. Ihr seht, wir haben Vögel im Revier. Zwei weitere. Stockenten. Die habe ich jetzt nicht gemeint, die habe euch gemeint. So, na, na. Haben wir am Anfang gesagt, wir bauen zwei Varianten? Das muss so schneiden, dass das weg ist. Na, aber ich finde die gut so. Wir sollten trotzdem schnell eine zweite zusammenschustern. Schnelle, hoppa, schnelle, machen wir das. Geht so. Und schon statt was. Alle. Das ist dann für die Zwergenten, oder was? Ja. Läuft der Film, ja. Ne, weil das wäre jetzt die professionelle Variante. Die Erfahrung ist noch nie da so da, aber das wird schon. Rotisch macht es einfach nicht so wie die zwei dann nicht. Also der Marvin ist ein alter Armierer, das habe ich schon gesehen, ein alter Eisenflechter. Das Ding ist aber nicht auf Fest gespackst. Scheißegal, dann stellen wir die Paletten in den Bach. Das Einzige, was dann einzieht, sind Schiebeschläfer. Hast du da welche? Schiebeschläfer? Ja. Hier genug. Was alles. So, jetzt hör mal auf mit meinem Stroh. Das habe ich jetzt ins Auto reingeräumt. Okay. Aber man muss ja da außenrum kein Stroh haben, das lange noch, wenn wir innen reinstopfen, oder? Aber wie schaut denn das aus? Na, wie eine Silbe ohne Stroh außenrum. Ich glaube schon, da fliegt das Ende rein. Sonst machen wir das halt noch drumherum. Aufpassen. Ja, wow, dann haben wir zweimal das gleiche erfüllt. Dann haben wir halt zwei Stück gebaut, aber wir haben. Der Zuglern. Wir haben der Zuglern. Ja. Oh, ja. Heb mal hinten hoch, Marvin. Ja. Die schaut schon. Schaut schon besser aus. Das ist immer so. Das hätte eigentlich was ganz was anderes. Aber die ist gut. Die ist gut geworden, ne? Muss man nur noch. Warum ist die besser? Ah, ja, und jetzt brauche ich ja da wegen mehr Matten. So, fertig, passt. Schau mal. Alter, wenn die nicht geil geworden ist. Vor allem ungefähr in. Einer halben Sekunde, ne? Das ist, wenn man bei die erste macht und sieht, ja, wo der Fehler ist. Das kannst du bei der zweiten besser machen. Wenn man jetzt kriegen hat, wir lernen auch was dazu beim Machen. Weil, was du ganz besonders gut kannst, ist Sachen schönreden, gell? Wenn man sonst nichts drauf hat, muss den Scheiß, was du fabrizierst, halt schönreden. Na, wie hast du das? Wahnsinn ist definiert, wenn du immer dasselbe machst und das anders Ergebnis erwartest. Ja. Ne? Und weil wir nicht an der Schüssel haben, haben wir es jetzt ein wenig anders gemacht? Naja. Na, mein Gott. Also die zwei stellen jetzt dann gleich die Boothilfe auf. Wir haben uns jetzt hier für den Platz entschieden, wo das Wasser noch ein bisschen ruhiger ist, weil dahinter kommt dann vom Bachlauf, man hört es auch schon rauschen. Und ja, hier ist auch normalerweise viel Schilf. Und da versucht es dann der andere jetzt nochmal aufzustellen, ohne selber baden zu gehen. Also ich bin in Schale, mit dem Ganzkörpergummi. Einmal muss das vorbei sein. Also schaut mal her. Aber jetzt haben wir richtige Schraube mangelt. Es war halt wie immer ein wenig ein Chaos und ein bisschen durcheinander und ein bisschen unkoordiniert und ein bisschen planlos. Aber es steht was da. Am Ende steht der Nisthilfen da. Ich glaube, die kann man so sehen. Machen wir noch Heu und Stroh rein. Das ist ein wenig so eine Mischung. Also das ist einmal die erste. Ich mache jetzt da schnell rein. Und Marvin, du gehst mit und hältst ein wenig. Klar. Entenpärchen den Platz baut. Schreibt es in die Kommentare. Das war sie wieder, Kanne. Alter, wir haben wieder was Gutes getan, glaube ich, für das Niederwild, für die Enten. Schauen wir mal, ob es angenommen wird. Wenn jetzt sind sie selber schuld, also die Enten, die da nicht einziehen. Ne? Hat halt Pech gehabt. Ja, wie gesagt, schreibt mal alles in die Kommentare, was ihr dazu wisst zu dem Thema. Und der Amelie fragt, was sie gehabt hat. Mhm. Ja, sind wir fertig, ne? Es ist so ein Nachmittag. Kaffee, Kuchen, Sofa, Ausschlecken, 3,50. Feierabend. In diesem Sinne. Weitermachen.